Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines... Okay, komm, wir rein. Ah, verdammt. Hab ich doch einen erwischt. Meines Let's Plays von Darksiders Genesis. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind in Mormons zweiten Gewölbe, was auch immer. Schatzkammer, Mormons Kammer, ja, genau das. Alter, okay, da ist viel Gold. Er beschützt mich! Hat er gesagt? Hat er gesagt? Wir ja, sind die Vollstrecker des Rats. Glaubst du, du kannst uns kaufen mit diesem wertlosen... Oh. Okay. Er ist nicht Oder warte! Wir hätten ihn befragen können. Oh, stimmt. Hey, sieh mal, er lebt. Zufrieden? Ich habe ein ganz böses Gefühl bei der Sache. Endlich ein echter Kampf. Wie werde ich das genießen? Oh, verdammt. Alter, die Musik. Komm zu mir, mein Schatz. Wissen ist meine Macht. Oder? Kann das gut? Und er ist echt heftig, der Typ. Alter Schwede. Viele Amons! Oh, fuck. Oh, warte mal.
Leben. Wechsel doch mal! Alter, was ist das? Auch noch ein Hammer da oben? Scheiße. Ist fast down. Den krieg ich mal. Die Artefakte, sie sind unaufhaltbar. Töte die Ratte einfach. Nein! 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 Eine Sekunde doch! Fuck! Und der ist fast down. Alter, nein, das kann nicht sein. Wäre eine Sekunde noch gewesen, dann wäre der andere wieder bereit gewesen. Oh. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Lucifer! Okay, next. Try. Ah, warte mal, ich habe ja diese Gesundheitsheildinger. Warum setze ich die denn nicht ein? Die Musik, ey. Wollte gerade seine Fähigkeit aus. Rufe einen herbei. Ich zerquetsche zwei. Das ist nur billige Täuschung. Wer von euch Ratten will zuerst sterben? Warte mal. Die Artefakte, die sind unaufhaltbar. Töte die Ratte einfach. Thanks.
Alter! Welcher ist er denn nun? Hat er mehr vier Leben? Ich glaube, ich habe erwischt. Alter Schwede, das ist anstrengend. Was ist los, Mama? Keine Münztricks mehr? Was plant Lucifer? Rede, du kleiner Scheißer. Vielleicht verschonen wir dein Leben. Lucifer hat mir Schätze gezeigt. Größer als alles in dieser Welt. Eure Drohung bedeutet gar nichts. Er wollte wohl nicht reden. Schade. Du hättest ihn eh nicht verschont. Tja, aber ein Versuch war's wert. Was ist mit all dem Zeug? Lass es. Samael weiß jetzt von diesem Ort. Hier muss genug sein, um seine Armee 10-mal neu aufzustellen. Können wir damit leben? Tja. Na schön, gehen wir. Aber ein Souvenir nehme ich mit. Oh. Okay, das gab viel. Warum wird mir Mammon unten noch angezeigt? Besiege Mammon, ohne seine Artefakte zu zerstören. Ah, ist klar, das war eine Herausforderung. Ja gut, ich habe mich jetzt natürlich jetzt nur noch auf Mammon konzentriert beim zweiten. Noch irgendwas? Kapitel 6. Die Reiter haben Mammon besiegt. Es werden relativ kurze Folgen. Neue Gegenstände. Wo ist denn das? Was ist hier? Kein Grund zur Eile. Verdammt, weil der war ich dann überhaupt nicht. Warte mal. Schattenklon. Na, wo sehe ich denn jetzt welche Geist haben Nahkampf? Wo sehe ich denn jetzt was für... Oh, ah, hier sehe ich das. Oh, können Skin wechseln? Nee, kann ich nicht, weil ich... Zornfähigkeit. Munition. Dann dürfte das hier War sein. Erdteiler. Brandflamme. Donnerschlag. Ich habe keine Ahnung. Ich will gar nicht wissen, wo ihr die habt. Na gut, ich nehme einfach mal ein paar mit. Mit genug Seelen kann ich vielleicht meine Freiheit erkaufen. Ich darf doch. Ich habe keine Ahnung. Ich handle immer gern. Wir kaufen einfach alles bei ihr. Gemacht, Reiter. Wir sind nicht deine Henker. Mammons Tod war unvermeidbar. Ja, mir ist der Finger ausgerutscht. Der Dämon bekämpfte uns mit Waffen, die aus Eden geraubt wurden. Unser Verdacht hat sich bestätigt. Lucifer war dort.
Mammon und ich waren Rivalen. Ich kann nicht leugnen, dass die Nachricht von... Stimmt, in Diablo 1 oder so haben wir auch mit Samael zu tun. Das ist ja der an diesem Kettenfest. Vulgrim diesen Kettenfest gemacht war. Macht weiterverfolgt. Offenbar hat er noch einen Meister aufgesucht. Gib uns einen Namen. Unser Arrangement sagt euch noch zu? Ihr hattet doch angedeutet, es wäre nicht von Dauer. Wir haben uns schon die Hände schmutzig gemacht. Wozu sie jetzt waschen? Belial. Es ist Diablo 2.0. Luzifers neuester Verbündeter ist Belial, der Verderber. Sein Reich ist schwer zu erreichen. Doch sprecht mit Vulgrim. Er kennt sicher einen. Nur, dass er Luzifer hier, Diablo hier Luzifer genannt haben. Was er wohl diesmal dafür verlangt? Oh, das ist cool. Endlich seid ihr da. Ich habe die Pfade zu Belials Reich ausgearbeitet. Doch ich habe noch eine Bitte. Was für eine Überraschung. Was brauchst du? Sagt, Reiter, kennt ihr die Arena? Meinst du das Höllenloch, in dem man fast bis zum Tod kämpft, unvorstellbare Schmerzen erleidet und dann vielleicht, nur vielleicht, mit dem Leben und einem Preis davonkommt? Ja? War noch nie da. Klingt aber wie für mich gemacht. Anscheinend haben die Arena-Meister einen seltenen Talisman, mit dem ich schneller die Pfade finde, die ich brauche. Die Narren kennen seinen Wert nicht und setzen ihn als Preis aus. Bringt mir den Talisman, dann ermögliche ich euch die Reise in Belials Reich. Das könnte lustig werden. Ausnahmsweise stimme ich dir dazu, aber wir sollten uns beeilen. Neue Arena-Grad freigeschaltet. Okay, das schaue ich mir mal an. Aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Kann man das hier? Arena. Kann das nicht lange erreichen? Okay. In jedem Grad erkämpfst du 10 herausfordernde Wellen von Gegnern und hältst entsprechend deine Leistung höher, deine Werte und desto mehr. Okay. Arena werden bei Abschluss des Story-Kapitels freigeschaltet und bieten eine Reihe von Kartonen. Okay. Wollen wir das mal in der nächsten Folge machen? Oh, empfohlen 380. Empfohlen 340. Okay, wir machen das mal in der nächsten Folge nicht, weil davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Nee, das lassen wir mal. Nee, wir müssen das machen. Wir müssen eine Arena gewinnen. Gut, meine Lieben, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir schaffen das, weil 340 und wir sind gerade mal 300, 250, also es könnte knapp werden. Egal, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann, ciao!